12. Mai 2023, Preview Stream auf Twitch von Railway Empire 2. 25. Mai erscheint dieses schöne Spiel. Wir spielen jetzt gleich auf einer großen, riesigen Europakarte. Start im Jahre 1890, Start in Frankfurt am Main. Wir beginnen zwischen Rhein und Main eingezwängt, bauen mit schöne, wunderbare Schienennetze und Schienenstrecken auf, knattern und rattern und schaukeln mit historischen Dampflokomotiven dann Richtung Süden, Blick auf die Alpen und wollen ein schönes Schienennetz legen. Willkommen bei diesem Preview Stream. Ich hoffe, ich glaube, ich gehe mal davon aus, dass ich euch in Lysnäher ein Angebot machen kann bei Games Planet, das ihr nicht ablehnen könnt, mit Community-Gutschein-Code für Railway Empire 2, aber ich weiß es noch nicht. Mir fehlen noch der Code und die letzte Bestätigung. Ich hoffe, es klappt. Das hier wird aufgezeichnet für YouTube. Falls es funktioniert, hier drunter in der Textbeschreibung auf YouTube und auch im ersten angepinnten Kommentar von mir. Codename, Link und alle Details. Einverstanden? Wir legen los. Ich hatte euch schon bei dem ersten Preview-Stream mit dem Daniel Dumont, dem Chefentwickler, und der darauf folgenden ersten Serie, die wir hatten, kurzen Serie über eine Amerika-Karte mit Start in Salt Lake City, die verschiedenen Modi hier gezeigt. Die zeige ich euch nicht nochmal. Nur kurz, es gibt ein Tutorial, es gibt einen Mehrspielermodus, es gibt bei einem neuen Spiel die Kampagne, es gibt die Szenarien, es gibt den Modellbaumodus ohne Geld und nur mit freiem Bauen, und es gibt das Freispiel. Es gibt zum Start Amerika-Karten und es gibt Europa-Karten. Das Ganze schreit danach, dass es viele, viele, viele DLCs noch geben wird, vermute ich mal. Und wir filtern mal in Sachen Europa, nehmen die große Karte, nicht eine der kleineren Karten, und beginnen hier vorne in Frankfurt am Main im Jahre des Herrn 1890, weil ich den Daniel Dumont, den Creative Director, gefragt habe, von einem Daniel zum anderen, sag mal Daniel. Und hat dann die Augenbrauen gehoben, hat nett gelächelt und hat gesagt, ja bitte Daniel. Ich habe gesagt, Daniel, empfiehl bitte unserer Community und mir eine Karte, auf der du persönlich meinst, da habe ich die coolsten, neuesten Loks für euch. Ein Zeitalter. Und dann hat er gesagt, ja, dann startet doch im Jahre 1890. Da hat er ein paar Loks runtergerattert und hat gesagt, da rattern besonders coole Loks. Probiert es mal bitte aus. Und das machen wir jetzt. Das heißt, persönliche Empfehlung des Chefentwicklers für euch. Start auf dieser Karte, auch in dieser Stadt, auch eine Empfehlung. Und start hier vorne in diesem Zeitalter. Wir legen einmal los. Es gibt verschiedene historische Persönlichkeiten, mit denen man starten kann. Habe ich euch schon mal gezeigt. Ich starte gerne mit dem Ingenieur. Denn da können wir billiger bauen. Loks haben weniger Wartung. Wartung finde ich immer doof. Immer Möglichkeiten in Bahnhöfen, dass Züge mal stehen bleiben können. Ich mag den. Wir spielen mit dem Ingenieur. Wir lassen auch mal den Namen. Der heißt bei uns allerdings nicht Idris Carr Bailey, sondern Writing Bull. Ich weiß auch nicht warum. Die Bahn könnte heißen, wir starten in Deutschland, Bulls Bahn, wenn euch das recht ist. Und wir könnten entweder die Bullsbahnen BB nennen als Initialen oder WB. Wenn wir hier WB nennen würden, dann müssten die Bullsbahnen auch WB heißen. Feedback aus dem Chat. Hättet ihr gerne BB als Logo oder soll es heißen irgendwas mit W ohne und mit WB unten? Dann bitte vorschlagen. Tippfehler. Wheating Bull. Peinlich hier. Unfassbar. So ist besser. Namensvorschläge bitte. Die ersten gemeinen Vorschläge kommen im Chat und es heißt, wir spielen mit der Deutschen Bahn, es müsste Waiting Bull heißen. Die Deutsche Bahn in der Jetztzeit bekannt für ihre sehr individuell ausgelegte Interpretation des Begriffes Pünktlichkeit. Weitere Namensvorschläge? Keine. Dann starten wir so. BB ist super, können wir machen. Bullway bei deutschen Bahnen? Nee, wir starten in Deutschland. So, ich stelle schon fest, Driving Bull und DB. Das können wir auch machen. Wer möchte Bulls, ganz schnell Feedback, wer hätte gerne Bulls, Bahn und BB? Und wer hätte gerne Driving Bull und DB? Wir wollen deutschen Namen haben, wir machen Bulls, Bahnen und BB. Dann geht es hier los und wir spielen ohne KI-Konkurrenten.
Und ansonsten so normale Einstellungen, unbegrenzte Rückerstattung, falls wir mal umbauen wollen. Startkapital bei mittlerer Wert, 2 Millionen. Wir wollen es nicht übertreiben. Mit 2 Millionen geht es los. Durchschnittlicher Wert hier. Alles klar. Und Spiel startet. Euch allen viel Vergnügen hier. Karte wird generiert. Es ist eine handgebaute Szenarienkarte. Und willkommen und viel Glück mit deinem neuen Unternehmen. Danke. Keine Konkurrenten und eine riesige Karte. Sehr schön. Du kannst dich also richtig austoben. Das klingt toll. Allerdings musst du deine Aufgabenliste beachten. Nö, mach ich nicht. Eine hohe Bewertung erzielen möchtest. Ach, ist mir egal. Mir reicht, ich bewerbe mich nur für die Unterhaltungsbewertung. Und die Punkte dafür werden vom Chat auf Twitch und von den Zuschauern auf YouTube gegeben. Das heißt, ihr könnt zwischendurch auf einer Skala von 0 bis 100 mir Unterhaltungspunkte geben. Zwischendurch, spontan, wenn ihr der Meinung seid, gut oder besser. Minuswerte gehen nicht. Tut mir leid. So, hier vorne, Frankfurt am Main. Wir genießen ein kleines bisschen die viel besseren Grafiken. Vielen Dank übrigens auch, im Ernst, ja, an die Bundesregierung. An den Deutschen Bundestag, an das Wirtschaftsministerium, an euch Steuerzahler. Dieses Spiel ist unter anderem aus Finanzmitteln der Bundesrepublik Deutschlands finanziell bezuschusst worden. Ja, danke an alle Steuerzahler, die uns Gamern so ein schönes Spiel bescheren. Und natürlich danke an Silver S, der 100 Abos gerade, der 10 Abos gerade verschenkt, entschuldige Silver S. An Tramor, an Narcotti, an Scara, Beos, an Fire Eagle, an Trust. An Tuhan, Rodeax, an Marcel, Lothring und an Tommy. Silver S, mal wieder danke. Und schaut mal, wie schön es hier aussieht. Ich will Richtung Alpen. Da hinten kommt Worms. Wir könnten von, ja, einmal Richtung Worms. Richtung Süden. Schaut unten auf die Minimap. Da hinten sind die Alpen am Horizont. Meint ihr, da kommen wir heute hin? Das hier könnte, das ist der Rhein. Wir folgen dem Rhein. Liebliche Klaviermusik im Hintergrund. Hört ihr die Musik oder ist die zu leise? Soll ich die Musik lauter machen? Hört ihr die Musik? Zu leise. Das geht ja gar nicht. So ist, glaube ich, okay, ne? Liebliche Klaviermusik. Falls ihr uns fragt, wo ist das Klavier eigentlich? Schülerpraktikant, bei mir persönlich aktiv. Das ist der Rhein. Achtung, da kommt der Bodensee. Sehr schön. Ein Traum, hier wollen wir auch hin. Und vom Bodensee noch ein Stückchen Richtung Süden, hier hinten. Die Alpen. Wir sind in Bayern. Ne, in Bavü sind wir. Bayern ist da hinten. In Baden-Württemberg und hier sind die Alpen. Und hinter den Alpen liegt noch, oh Gott, rauf und runter. Hier beginnen die Täler. Das könnte wunderbare Zugfahrten gleich geben. Kommen wir eigentlich durch die Alpen durch ohne Tunnel? Das wäre meine Challenge. Ich glaube hier hinten, da könnte man, glaube ich, zwischen den Alpen mal durch einen Pass vorbeikommen. Ich glaube, hier ist ein Alpenpass hier hinten. Ist hier ein Pass? Da hinten sollte ein Pass sein. Hier. Nee, noch nicht. Ist hier ein Pass? Hier ist ein Pass. Hier kommen wir durch. Da ist ein Pass. Den müssen wir nachher finden. Merke schon mal den Pass. Haut bitte Pfosten in die Landschaft rein. Und eventuell fahren wir dann nachher mit einer Eisenbahn durch den Pass hindurch Richtung Norditalien. Das ist Norditalien. Die Karte ist riesengroß, Leute. Riesengroß. Der Empire 1 ist im Vergleich dazu ein Sandkasten. Sehr schön. Und hier hinten, da sollte die Adria sein. Hier vorne, ne? Ja, das ist der Stiefel. Florenz, San Marino, Crosseto und die ewige Stadt, Rom. Ein Nest zu dieser Zeit. Wir müssen dringend Waren hinbringen und Passagiere, damit Rom eine große und blühende Metropole mal wird. Ja? So, und wir beginnen, wie gesagt, hier vorne. Hier geht's los, in Frankfurt am Main.
Und wir werfen erstmal einen Blick in die Forschung. Viel Forschung in Epochen vorher haben wir schon geschafft. Weil wir starten ja 1890. Hier ist der Sprung ins Jahre 1900. Das ist alles schon erforscht. Wir haben 200 Forschungspunkte, die können wir schon mal ausgeben. Ja, wir könnten hier 100 ausgeben. Das ist alles noch geblockt. Nee, das ist alles noch geblockt hier. Hier geht es los. 1890, hier ist der Start. Und wir haben das hier alles schon erforscht, weitestgehend. Ein paar Bonusse noch nicht. Die coolen Loks sind immer in der Mitte, entlang des Hauptstrangs. Für die preußische T-16, eine coole Frachtlok, könnten wir uns demnächst holen. Die historisch im Jahre 1900 erschienen ist, dafür bräuchten wir 300 Punkte. Könnten noch 100 sammeln dafür. Oder schalten uns noch ein paar andere Bonusse frei. Hier dazwischen, aber ich bin sehr dafür. Bau von Brücken billiger. Alles, was wir schon haben, haben wir schon. Und alles, wo die Zahlen sind und die Schlösser, dafür brauchen wir Punkte. Können wir uns noch Bonus holen. Wir holen uns die Lok. Wir sparen 300 Punkte für die preußische T-16. Eine fünffach gekuppelte Tinder-Lokomotive, würde es heutzutage heißen. Tinder heutzutage, die Kupplungsplattform schlechthin. Damals hieß das Ganze Tender, war nur fünffach gekuppelt. Und wahrscheinlich eine Lokomotive mit, ich weiß nicht genau, Kupplungs, Passagierlok so weiter hinten, wo getanzt wurde, im Engtanz, eng umschlungen. Wahrscheinlich waren das damals die, da trafen sich wahrscheinlich, wahrscheinlich die Lokomotive, mit der ein fahrbares Eheanbahnungsinstitut unterwegs war. Mit der fünffach gekoppelten Tinder-Lokomotive, Leute. Ja? Was ein Tender ist, das ist ein Tippfehler. Nee, Tender ist, glaube ich, dieses Teil hinter einer Lok, dieses kleine Teil, wo die Kohlen drin sind und dann wird gekohlt halt. Da werdet ihr verkohlt, so viel wie von mir gerade hier. So, wir beginnen in Frankfurt am Main, hier vorne, darauf einen Schluck Invitee nochmal. Und alles, und da, wo ihr solche Symbole seht, da bekommen wir als Starthilfe eine Anschlussprämie. Hier unten ist der Bodensee, hier sind die Alpen. Plötzlich wirkt alles klitzeklein. Und wir könnten, ja, hier wird Stoff produziert. Was fragen die Bürger hier nach in der Stadt? Getreide, Mais. Wir brauchen Wolle, allerdings nicht als Grundbedürfnis unserer Leute, sondern nur für die Stofffabrik. Zucker wird nachgefragt. Nee, noch nicht. Kleinstmengen. Zucker wurde gerade anscheinend erst freigeschaltet. Bier braucht man, das kann nur in einer anderen Stadt hergestellt hier hingebracht werden. Und an Rohmaterialien Holz, Fleisch, auch ein Luxusprodukt, Mais, Getreide, Vieh braucht man nicht, weil keine Fleischfabrik da ist. Okay, dann haben wir hier vorne, oh, da ist Wolle. Wir können Wolle rüberbringen, hier vorne hin. Das wäre gut für unsere Fabrik. Und dann haben wir hier unten Worms, braucht Fleisch, stellt Fleisch her. Können wir hier die Stoffe hier hinbringen und Fleisch wiederum zurück. Hierfür wiederum baut man Vieh. Vieh ist praktischerweise um die Ecke. Auch mit einem Anschlusssymbol. Sehr schön. Und was erwartet sonst noch angeschlossen zu werden? Die Köln. Köln am Rhein, hier unten. Ja, aber für die sehr lange Strecke relativ wenig Geld. Und hier hinten noch eine Anschlussprämie von einem Hof. Ja, sehr teuer Mais kann man sich hier holen, über eine riesen Entfernung. Weimar hat keine Prämie, Kassel hat eine Prämie. Und hier vorne halt. Okay, also ich würde auf jeden Fall gerne mit euch zum Bodensee, aber wir sind gut. Wir könnten eine Eisenbahnstrecke machen, das ist eine relativ hohe Prämie, die hier so lang führt, über die Brücke, die ist teuer. Worms, Frankfurt am Main, hier über die Brücke. Dann hier dran vorbei und hier nach Köln. Köln ist allerdings eine linksrheinische Stadt. Mal schauen, ob wir hier... Wir müssen auf jeden Fall den ersten Bahnhof hier unten bauen. Den zweiten kann man oben noch gar nicht setzen. Aber wir können schon mal gucken. Können wir nicht nah genug dran bauen. Also rechtsrheinisch geht nichts, geht auf jeden Fall nur linksrheinisch. Wir könnten einmal die... Das ist doof. Hier müssten wir ohnehin eine Brücke bauen, um hier über den Rhein zu gehen. Das ist der Main. Wir könnten stattdessen über den Main gehen, das anschließend da oben hin. Ja? Und hier, und dann machen wir eine Verbindung Köln. Was wird in Köln produziert an Waren? Bier? Perfekt.
Bier, Fleisch, Stoff. Super Strecke. Drei verschiedene Produkte. Hier lang. Eine Strecke, die hier lang führt. Das schreit danach, dass wir das genauso umsetzen. In Ulm wird auch wiederum nur Bier produziert, in Kassel Fleisch. Dann schließen wir die drei hier an. Die drei hier erstmal. Okay? Ja? Wir beginnen mit einem Bahnhof hier unten. Man muss in der Startstadt auch starten, woanders geht es nicht. Höhenlinien einblenden. Ich habe als Option eingestellt, falls wir uns verbauen, dass wir komplette Abrisskosten bekommen. Wir könnten so starten. Lass uns überlegen, auf welcher Seite der Bahnhof sein muss. Rechts oder links das Bahnhofsgebäude, weil man jedes Gleis kostet Geld. Ich würde das Bahnhofsgebäude, glaube ich, nach rechts setzen. Weil rechts hier sind die Berge und an den Bergen muss man nicht reinfahren. Dann setzen das Gebäude auf die rechte Seite. Dann schauen wir mal, ob wir das hinbekämen, das so zu machen. Das ist zu steil. Da müssen wir in den Berg rauffahren. Wir müssen eine Kurve machen. So könnten wir es machen. So können wir maximal 8 können die ja bauen. So könnte es klappen. Wir setzen das einmal hin und gucken, ob wir es sauber... Das sollte nicht zu steil sein hier. Das geht ja. Wir hier dran bauen. Ja, eine leichte Steigung. Sollte man aber ausgleichen können. Sollte gehen. Dann bauen wir den nächsten Bahnhof. Richtung Worms. Schließen Worms an. Höhenlinien einmal zeigen. Auch auf die rechte Seite bitte. Einmal so. Holz können wir uns von unten holen zum Beispiel. Wir müssen nicht darauf achten, wie die Straßen und die Häuser sich verändern. Das wird immer. Das hat keinen Einfluss auf die Spielwerte, das ist nur Deko. Das passt sich so an, wie wir bauen. Wir dürfen nur die Fabriken nicht überbauen. Und wir dürfen uns nicht so eng bauen, dass wir nachher nicht noch mehr Gleise gehen könnten. Das erste Gleis wird immer automatisch gebaut, das ist das am Gebäude dran. Danach geht es bis zu 8 nach links und je nachdem, wo man anschließt, muss man die anderen dann mit anschließen. Für jedes Gleis zahlt man 50.000 extra. Okay? Einmal hier hin. Jetzt schließen wir ja, das hier vorne einmal an. Ein Stückchen würde ich gerne gerade rausbauen erstmal. Gehen wir hier in der Mitte wieder rein. Machen die auch ein kleines Stückchen gerade raus, bitte. Na, die Kurve, die könnte nachher sehr eng werden. Wenn hier mehrere parallel laufen, deshalb will ich, je weiter wir nach links gehen, desto enger könnte die Kurve werden. Deshalb will ich hier erstmal gerade raus, das ist mir wichtig. Da haben wir natürlich Probleme mit der Steigung. Aber da können wir ja dran arbeiten. Und den wiederum wegmachen, passt der Punkt jetzt. Dann schauen wir uns mal an, ob wir Erdarbeiten sind relativ gering, Steigung, Maximalgeschwindigkeit, alles top. Brücken und Tunnel wurden nicht gebaut, die sind besonders teuer. Rest passt auch, können wir direkt so bauen, Leute. Sieht aber hässlich aus. Dann müssen wir nachher durch die Landschaft durch. Und wenn wir eins weiter raufgehen, dann fährt er wahrscheinlich, dann startet er ganz langsam. Nee, können wir auch machen. Minimale Steigung ist okay. Machen wir das einmal so. Einmal bauen. Dann brauchen wir auf jeden Fall ein Doppelgleis. Das ist die Komfortfunktion. Können wir jetzt einmal drauf klicken, ist gebaut. Wird einem nur jetzt als Komfort angezeigt. Brauchen noch ein drittes Gleis. Ich hätte gerne eine jeder Bahnsteig kostet extra. Wir machen eine Expressstrecke, die rauf und runter führt. Wir machen einmal eine Frachtsammelstrecke. Sollen wir jetzt schon mit Doppelgleisen arbeiten oder erst später? Das kostet alles extra Bahngleis. Danach muss man alles, das wird wahrscheinlich eine Metropolenstraße sein. Die intensiv befahren wird in alle Richtungen. Ne?
könnten schon mal ein paar Parallelstrecken hier dran bauen. Wie ich uns kenne, braucht man die nachher auch. Kostet alles Geld? Ah, wir haben nur noch 1,7. Okay, dann beginnen wir mal ein bisschen vorsichtiger. Dann setzen wir den nächsten Bahnhof hier vorne hin. Das wird ein teurer Spaß. Schließen da aber gleich an. Da gibt es eine Prämie und dann geht's rauf nach Köln. Zucker gibt es hier. Wo ist der nächste Zucker? Von hier holen wir das Vieh hier hin. Hier holen wir die Frachtpreise. Die sind entfernungsunabhängig. Das heißt, wenn man aus kurzer Entfernung Wolle hier hinbringt, bekommt man genauso Geld, wie wenn man es aus weiter Entfernung macht. Geschwindigkeit ist auch egal. Das heißt, bei Fracht sollte man kurze Entfernung wählen. Bei Post und Passagieren dagegen, die sind zeit- und entfernungsabhängig. Je weiter man transportiert, zählt die Entfernung zwischen den Städten oder den Bahnhöfen. Ich glaube, die Entfernung zwischen den Bahnhöfen, desto mehr Geld bekommt man und je schneller man das über die Zeit gemacht hat. Deshalb entkoppelt man in der Regel die Expressstrecken für Post und Passagiere und die Frachtstrecken. Ja? Das heißt, hier könnte man einen Solo hier reinfahren lassen. Vieh brauchen wir hier oben nicht. Holz könnten wir von hier reinbringen oder da nochmal extra anschließen. Wir könnten auch über Kassel, Hannover, Kassel, Gütersloh hier rauf noch eine Strecke machen. Das ist zweimal Bier, das ist einmal Stoff. Das wird sich auch lohnen. Hier drauf eine Frachtstrecke machen, die hier abtransportiert, weil die haben überall verschiedene Waren. Drei verschiedene Waren. Könnten wir die drei noch anschließen. Gütersloh ist natürlich bitter. Der Sitz der Entwickler lassen wir links liegen. Und gehen dann hier rüber, hier rein. Das ist eine gute Idee. Nehmen wir dafür das erste Gleis hier. Ich habe mich gerade selber überzeugt. Genau, so machen wir das. Ja. Und bauen noch einen Bahnhof hier dran. Das gibt einen Anschluss und das gibt auch einen Anschluss. Höhenlinien anzeigen lassen. Ja, wir müssen hier rechts dran vorbei. In welche Richtung muss muss die Wolle überall hin? Die Wolle muss nur nach hier hin, ne? Wir gucken mal in die Warenübersicht hin, ob die Wolle noch woanders hin muss. Auch hier hin. Oh, was für ein gutes Geschäft. Die Wolle muss hier überall hin. Wolle ist auch ein Grundbedürfnis in den Städten. Nee, stimmt gar nicht. Hier ist keine Wolle, hier wird Wolle produziert, hier muss die Wolle hin. Warum hier Wolle als Bedarf angezeigt wird, erschließt sich mir gerade nicht. Wahrscheinlich vielleicht später mal, aber im Augenblick eigentlich nicht. Wo werden Stoffe produziert? Nur da. Da und doch, doch hier werden doch Stoffe produziert. Was haben wir hier an Industrien? Nur Fleisch. Warum steht hier, dass hier Stoffe produziert werden? Stoffe werden nachgefragt. Die werden nicht produziert, die werden nachgefragt. Grün heißt produziert, hellgrün ist mit Kreis ist nachgefragt. WB hat es durcheinander geworfen, entschuldigt bitte. Das heißt, wir brauchen die Wolle nur hier unten hin. Dann machen wir einen kleinen Bahnhof hier links hin. Und so weit nach rechts, wie es geht. Ja? Martialische Marschmusik, wie mit dem Grammophon aufgenommen. Die Eisenbahnbrücke führt gleich nach Köln, nach links. Dahin, hier nach Kassel. Rechts oder links?
Ich mach's mal links. Da kommen wir immer, da werden wir nachher weniger Probleme mit der Eisenbahnbrücke haben. Einmal hier hin. Kurz Gleischeck, dass die hier nicht zu spitz rauskommen. Könnte gehen. Ist mal für die Verbindung hier unten hin. Ziehen eine Brücke. Und zwar eine Brücke, die hier rauf führt, Richtung hier hin. Parallele Brücken sind billiger. Deshalb bauen wir schon mal die Brücke Richtung Köln rauf. Wir bauen auch nachher den D-Express-Route nach oben hin. Wie teuer ist eine Brücke hier rüber? Die können wir uns leisten. Die ist gar nicht so teuer. Dann können wir den Bahnhof auch weiter nach rechts setzen. Dann können wir den Bahnhof auch nach rechts setzen. Die Brücke geht ja. Einmal hier hin. Hier schließen wir an. Das ist erstmal nur Cargo. Und nur Cargo heißt, das schicken wir. Ja, wir brauchen auf jeden Fall, brauchen noch mehr. Wir brauchen hier einmal hin und zurück. Nee, das ist ein Bahnhof, auf dem die Passagiere umsteigen. Ja? Das heißt, wir schicken. Hier geht's rein, genau. Naja. Einmal hier rüber bitte. Einmal die Brücke rüberziehen. Nee, wir schließen erst den Personenbahnhof oben an, weil die brauchen eine schnelle Strecke. Das ist egal. Jetzt habe ich's. Das kommt weg. Wir schließen erst den Bahnhof oben an. Der ist wichtiger. Und von Kassel aus geht es dann Richtung Hannover, Magdeburg und so weiter. Wir hatten gesagt, Kassel verbinden wir mit Gütersloh oder mit Hannover. Frankfurt, Kassel, Hannover, Bremen. So wollten wir bauen. Das hier bauen wir einen Bahnhof hin. Nach links. Und den Bahnhofseingang nach hier hin. Hier hin. Achtung, Höhenlinien müssen wir aufpassen, dass es nicht zu steil wird. Soweit wir aus dem Zentrum rauskommen, desto besser. Und so könnte es klappen. Dann ziehen wir das hier runter. Eine Personenstrecke? Nee. Die ganz rechts brauchen wir nachher für Waren, die wir hier hinbringen. Das heißt, wir lassen ein Gleis frei. Gehen hier ran. Ziehen hier jetzt runter. An dem See vorbei. Hier etwa hin. Jetzt hier runter. Die Höhenlinien, der hat es mit den Höhenlinien, wird schwer, ne? Versuchen es mal. So haben wir noch keine. So geht das gut. Erdarbeiten sind überschaubar. Ja. So können wir noch ein Stückchen weiter. Alles okay. Dann geht's hier rüber. Und dann geht es, falls noch von rechts Wasser angeschlossen werden muss. Ins zweite Gleis rein. Für Personen. Nee, wenn man. Ja, wir lassen zwei frei für die Transporte nach oben hin. Einen hier hin. Für die Personen. Nee, hier hin für die Personen. Und hier die Fracht nach dort oben hin. Hier ist genau. Einmal hier hin. Dann schauen wir uns die Brücke an, wie fit die ist. Die ist vergleichsweise billig geworden. Erdarbeiten sind extrem teuer. Daran müssen wir noch arbeiten. Die sind viel zu teuer geworden. Das ist eine Personenstrecke. Die Bahnhofsgleise sind sehr teuer. Das können wir nicht ändern. Wir müssen es etwas besser an die Landschaft anpassen. Jetzt noch ein Punkt dazwischen. Jetzt geht es etwas hoch. Erdarbeiten sind immer noch sehr teuer.
Jetzt wird es etwas billiger. Das sind die Erdarbeiten für die Brücken, ne? Wenn wir hier etwas früher hochgehen. So. Schieben das mal weiter ran. Ah, jetzt klappt's. Das sind die Erdarbeiten rund um die Brücke kosten ein Geld. Das können wir nicht verhindern, weil es ist relativ flach. Und deshalb, das kriegen wir nicht anders hin, befürchte ich. Das kriegen wir nicht anders hin. Das kriegen wir nicht anders hin. Ich versuch's mal, ob wir es jetzt billiger hinbekommen. Das stückchenweise bauen. Es wird billiger. Deutlich billiger. Das war der springende Punkt. Deutlich billiger. Sehr schön, klasse. Dadurch, dass wir doch uns Mühe gemacht haben, das einzeln zu bauen und es ein bisschen mehr an die Landschaft angepasst haben, dadurch geht es jetzt besser. Klasse. Jetzt haben wir es. So machen wir das. Viel billiger sollte es nicht werden. Wir haben hier vorne das erste, das zweite Gleis genommen. Eins lassen wir für irgendwas, was von rechts kommt. Einmal hier bauen, bitte. Und wir bauen mal die Parallelstrecke. Bitte nicht staunen, was ich jetzt mache gleich. Das soll ein Umsteigebahnhof werden. Das heißt, wir machen... Ich verändere eine Sache noch, und zwar benutze ich das Abreißen. Oh. Einmal bauen. Das Abreißen-Tool hier, um eine Kleinigkeit zu verändern. Hier geht's raus, und zwar... Das markieren wir. Und das Stückchen markieren wir. Das kommt weg. Und jetzt ziehen wir, das soll ja ein Bahnhof sein, ein Kopfbahnhof für die Personenstrecke. Jetzt gehen wir hier rein, fügen das hier rein. Ich muss ein bisschen mehr noch entfernen. Klappt. Und das bauen wir noch parallel. Und dann führt das gleich hoch zu der... Ja, Brücke geht hier rüber. Rüber auf die andere Seite. Alles Parallelgleise, die sind extra billig. Und dann geht es zu dem Bahnhof da links gleich hin. Ja, das bauen wir schon mal. Jetzt ist das Geld fast alle. Jetzt haben wir hier eine Doppelstrecke, die hier rauf führt für Express. Und ich glaube, das Geld reicht noch für ein bisschen mehr. Jetzt haben wir angeschlossen, Frankfurt am Main, Worms. Züge müssen nach vorne, damit das klappt. Den wollen wir noch anschließen. Und den. Und jetzt bauen wir hier noch den letzten Bahnhof hin. Einen kleinen. Der dann direkt das hier aufgreift und hier hinführt.
weil ich mir auch ein bisschen Sorgen um die Höhenlinien. Deshalb fährt er. Okay, das ist nur eine ganz kurze Strecke und das ist nur Fracht, aber der soll auch nicht kriechen und alles dann aufhalten. Aber zurück, es geht ja den Hang runter mit vollen Waggons. Die nehmen Tempo aus und rauf kriecht der mit nur einem. Kann man so machen. Sollte eigentlich gehen. Einmal so bitte. Und ihn schließen wir jetzt hier an. Jetzt haben wir alle gebaut. Und jetzt kommt das neue Instrument mit den weichen Köpfen. Das haben wir alles gemacht. Wir brauchen eine. Ich speichere einmal kurz ab. Sicher ist sicher. Einmal Frankfurt am Main, bitte. Wie teuer ist ein Zug nachher? Wie teuer ist eine Lok? 126.000. Das müssen wir noch im Hinterkopf behalten. Also wir brauchen eine Strecke, die Personen hier rauf und runter bringt. Oder wir machen einmal zwei Automatikstrecken. Reißen die nachher ab für alles. Einmal rauf, einmal runter. Und dann noch extra, dass die Wolle hier reinkommt. Und dann die Strecken können wir danach wieder einstampfen und dann alles auf regulär umstellen. Erstmal damit überhaupt der Rubel rollt hier. Das heißt, wir haben hier oben Passagiere und Fleisch und Post. Hier haben wir Passagiere, Post und Tuch. Passagiere, Post und Fleisch hier vorne. Und wir wollten noch die Bierstadt Köln anschließen. Das machen wir am Ende. Wir verbinden hier erstmal die alle miteinander. Ja. Genau. Die drei verbinden wir einmal mit einem durchgehenden Zug. Wir bauen dafür ein paar Weichen, wie heißt die nochmal? Weichenköpfe. Die sind neu bei Railway Empire 2. Wir bauen einen hier unten hin. Das ist im Augenblick der Endbahnhof. Ich habe gerade einen Denkfehler. Nee, das ist egal. Wir können einen Weichenkopf bauen. Wir definieren erstmal die Strecken. Hier geht's nach rechts. Hier geht's nach links. Hin und zurück. Alt-Taste gedrückt halten, dann kann man das einstellen. Hier ist es auch so. Einmal rauf. Einmal runter. Doppelklick. Das ist eine einfache Strecke für die Wolle. Und hier oben führt es hin. Das klappt. Jetzt kommen die Weichenköpfe. Ein Weichenkopf hier hin. Einer hier bei der Einfahrt. Und zwar hier. Die Signale werden dann automatisch gestellt. Aber nicht maximal, sondern einer für nur zwei Gleise. Hier stellt man das ein, nämlich für die beiden hier. Das geht nicht. Mach mich nicht fertig. Oh, es geht nicht. Wir haben hier zu eng gebaut. Aus irgendeinem Grund geht das nicht. Vielleicht, weil die Brücke da schon anfängt. Oh, das ist doof. Ja, da müssen wir nochmal umbauen hier. Da müssen wir das dichter nach unten ranführen. Okay. Dann schauen wir mal. Volle Kostenerstattung haben wir eingestellt. Einmal hier hin. Ja. Einmal bauen. Oh, Kurve ist zu eng. Na toll. Das heißt, jetzt müssen wir doch hier das nochmal wegmachen. Und jetzt kommen wir dran vorbei. Bis dahin.
Jetzt checken wir nochmal die Fahrten. Ja, funktioniert. Alles richtig. Alles passt. Ein Weichenkopf unten bitte. Hier vorne hin. Hoffentlich klappt es jetzt. Mit zwei Gleisen maximal. Oh, Scheibenkleister, warum geht der nicht? Ein zweier Weichenkopf. Setzt du dicht am Bahnhof oder warum? Wird ein Dreier gehen? Auch nicht. Ach, das ist doof. Wir müssen mal gucken, dass wir noch dichter rankommen. Weil ohne Weichenkopf klappt hier gar nichts. Ja, oder wir opfern halt ein weiteres Gleis und dann fahren die da halt rein und wieder raus. Maus ohne Weichenkopf. Geht auch, dann machen wir das anders. Wir operieren mit einem Gleis mehr. Einmal so. Und setzen hier den Weichenkopf hin. Ja, jetzt geht's natürlich. Das hier ist die Strecke rauf, das ist die Strecke runter. Ein Weichenkopf hier hin. Einmal hier runter. Ja, da haben wir 50.000 mehr ausgegeben, aber so furchtbar schlimm ist das ja nicht. So, und jetzt schließen wir als erstes mal an den Vollzug, der hier hinfährt. Ach, wir müssen noch gucken, wo es auf der anderen Seite rausgeht. Also die Weichenköpfe sorgen dafür, dass die Züge halt da reinfahren können, wo gerade Platz ist. Auf Dauer wollen wir die Strecke, die von oben kommt, unten durchfahren lassen. Das heißt, die beiden sind okay. Ja, können wir so lassen. Alles gut, so lassen wir das. Dann kommt ein Weichenkopf hier unten hin. Einer hier vorne noch. Ja, jetzt können wir starten. Und jetzt machen wir erstmal einen Zug, der hier vorne abholt, Wolle abbringt und hierhin fährt. Dafür machen wir Tauai, vielen Dank fürs 22. Abo. Tatze, danke für 27. Gironimo, danke für 20. Bloodsplay, 8. Abo. Danke für den netten Kommentar. Euch allen vielen lieben Dank hier. Ja, man hätte ohne Weichengleiskopf anfangen können? Nee, dann hätten die hier unten Junkerlin nicht umsteigen können, die Züge. Weil die müssen auf der Gegenrichtung zurückfahren. Dafür müssen die das Gleis wechseln können. Das funktioniert anders als bei Railway Empire. Ohne Weichenkopf können die hier nicht zurück auf das Gleis, das auf der Einbahnstraße da oben weitergeht. Das geht nicht. So, und es entstehen auch keine Signale. Weichenköpfe sind die Voraussetzung dafür, dass Signale gebaut werden. So, und jetzt erstellen wir eine Frachtlok. Oh, die letzte Frachtlok ist steinalt, aus dem Jahr 1892. Wie? Wartungsbedarf, Verbrauch, Zuverlässigkeit. Kostet 84.000. Wir können auch die modernste gemischte Lok nehmen für beides. Für Express und Fracht. Die ist aber ein bisschen teurer, bis wir das eingespielt haben. Wir nehmen mal eine uralte Billiglok für diese Uraltstrecke hier. Ja, weil das zählt ja nur, dass wir überhaupt ankommen. Wir könnten sogar noch eine ältere nehmen. Die älteste, die gibt für ganz wenig Geld. 84.000, die preußische G5. 84.000 hier. Geschwindigkeit ist egal, Beliebtheit egal, Zuverlässigkeit, die darf auf dem einzigen Gleis stehen bleiben, Wartungsbedarf ist geringer und der Verbrauch ist geringer. Okay, nehmen wir die hier. Nehmen wir die PLM 4D. Ja? Und Beladung könnte man automatisch machen, aber wir machen mal manuell und starten hier vorne und hier geht's hin. Und das war's schon.
Oder wir lassen sie durchfahren und holen uns noch irgendwo anders irgendwas anderes ab, aber das können wir nachher immer noch einstellen. Einmal Abfahrt, ja? Naja, machen wir. Die fährt leer hin und leer zurück. Wir brauchen die Wolle hier unten, das ist völlig okay. Achso, manuell. Entschuldigung, ich habe auf manuell gemacht statt auf Fracht. So, jetzt klappt's. Hier vorne kommt jetzt die Abfahrt. Da kommt der Zug. Aber wir stellen die anderen auch schon mal ein, damit wir an Geld kommen, ja? Ich habe übrigens einen ganz witzigen Kommentar gelesen eines YouTube-Zuschauers, muss ich euch mal kurz erzählen, zu der anderen Reihe, die ich vorher schon gemacht hatte. Da hieß es, ich würde total, also sinngemäß total doof spielen, weil ich ja andauernd zwischendurch pausieren würde. So käme ja kein Geld rein. Man würde also mehr Geld verdienen, wenn man nicht die Pause reinnehmen würde. Also anscheinend konnte ich nicht den Gedanken vermitteln, dass die Zeit im Spiel voranschreitet und dass man natürlich auch, natürlich, wenn man das Spiel durchlaufen lässt, dann hat man das Gefühl, es kommt schneller Geld rein, aber die Spielzeit vergeht auch schneller. Das konnte ich diesem Zuschauer anscheinend nicht vermitteln. Er war also der Meinung, man würde mehr Geld verdienen in dem Spiel, wenn man keine Pausen, nicht in den Pausenmodus gehen würde. Also ich lasse das mal so im Raum stehen einfach. Und jetzt machen wir die nächste Zugstrecke noch und die, ja, Geld für Versorgungsdepots und alles andere machen wir nachher. Jetzt gehen wir einmal hier vorne hin und machen, starten eine Strecke, die von hier nach dort, nach hier, nee, pardon, die von Kassel aus nach Frankfurt am Main, nach Worms und zurückläuft und vollautomatisch alles mitnehmen, was geht. Ja, mit einem Zug. Mit einer gemischten Lok, das können wir auch nachher wieder entfernen. Oh, wir haben, ja genau, eine gemischte Lok. Das ist die beste gemischte, die wir haben. Die hier. Die Tough Whale Tank. Einmal kaufen wir die und setzen die automatisch ein und die startet in Worms. Fährt über Wegpunkt nach Frankfurt am Main. Fährt über Wegpunkt nach Kassel und wieder zurück. Hierhin. Alles klar? Erstmal mit einem Zug. Wir werden auch einen zweiten brauchen. Den können wir schon mal einsetzen. Wir setzen schon mal einen zweiten Mitte dazu ein. Obwohl, die Strecke ist eine kurze. Aber dann, wir können den zweiten Zug auch nachher wieder verkaufen. Man kann die Züge auch einzeln verkaufen, weiß ich mittlerweile. Okay? Dann kommt erstmal Geld rein. Wir starten mal mit zwei. Ach, wir starten mit einem, komm. Hier ist Abfahrt gleich. Können wir den Betrieb kaufen? Würde sich das lohnen? Ah, Auslastung ist bei 100%. Dann ist der Preis wahrscheinlich extrem teuer. Das lohnt sich nicht. Wir checken mal kurz, wie hoch die, wie gut die Betriebe hier ausgelastet sind, die Fabriken. Ob es sich lohnt, die zu kaufen. Wenn die im Augenblick akut nicht gut ausgelastet sind, könnte man gut Geld damit machen. Ah, geht so. 40% Auslastung. Das ist im Augenblick nicht so sinnvoll. Lohnt sich auch nicht. Wir fahren hier einmal mit. Städte umbenennen? Nee, das geht nicht. Das sind doch historische Städte. Also, ich habe es nicht gesehen. Das ist unser Zug. Das Interface kann man übrigens skalieren in verschiedenen Größen. Ja, eigentlich sollte mit den Einbahnstraßen sollten die Wegpunkte nicht nötig sein, aber ich weiß nicht. Ich bin bei sowas. Bei Preview-Versionen gehe ich immer auf Nummer sicher. Tschu-tschu, Leute!
Jetzt geht's hier über die erste Brücke. Vielleicht sollte auch ein entgegenkommender Zug haben. Einfahrt, jede Menge Wolle. Der ist in kurzer Zeit schon nicht mehr nötig, weil die Stadt kann nur begrenzte Wolle aufnehmen. Wir haben die Prämie bekommen gerade für den Anschluss. Da kommt ein Zug an. Mit dem fahren wir jetzt mal weiter. Oh, Entschuldigung. Mit dem hier. Hat Passagiere, Post dabei und Fleisch. Damit immer das mit, was am praktischsten war. Und falls der eine oder andere von euch sagen sollte, hey, schwarz-weiß-rot, sind das hier Faschisten, Rechtsextremisten? Nein, das sind halt die alten Flaggen. Heutzutage ist es eine andere und heutzutage so eine Flagge benutzt, dann setzt man damit ein politisches Statement, aber damals, da war alles okay. Jetzt geht's einmal rüber. Ja, wir können uns auch ganz mitfahren. Wir sind im Januar, deshalb liegt ein bisschen Schnee dort vorne. Mal schauen, ob die Lok dort vorne hat noch einmal Wolle. Danach pausiert sie wahrscheinlich. Wir könnten überlegen, sie stillzulegen. Jetzt wehen die Flaggen auch richtig. Beim letzten Mal weht die noch nicht richtig. Ist eine etwas modernere Version, die ich euch mittlerweile zeigen kann. Gleich kommt hier einfach in Kassel. Dann bekommen wir nochmal Geld.